Hallo. Heute zeige ich Ihnen oder erstmal erkläre ich, um was geht. Also ich habe hier eine Maschine und die Nadel sollte eigentlich, wenn man diese Rad dreht, sie ist jetzt mittig und sie sollte jetzt rechts gehen, aber sie will nicht links gehen. Also wenn ich da auf links stelle, da gibt es keine Bewegung. Also mittig geht, rechts geht, Mitte geht, aber links will nicht. Und deswegen, ich will jetzt die Nähmaschine aufmachen und ich will sehen, um was geht. Was ist das Problem? Weil ich wollte in diesem Video, also ich wollte Video aufnehmen, wie man diesen Apparat benutzt. Das ist Overlock-Apparat, sieht so aus und wird benutzt mit diesem Nähfuß. Das ist Kantenfuß oder Blindstichfuß. Und das benutzt man zusammen. Und ich wollte sehen, was ist jetzt das Problem, weil Nadel will nicht links, aber es muss links. Weil man kann nur auf eine bestimmte Naht nähen und deswegen gucken wir jetzt, was ist da los. Okay. Ich mache diese Teil auch ab. Und das sollte sowieso seitlich sein. Mal sehen, wie das geht. Das muss ich erstmal gucken, wie man das abmacht. Und dann machen wir weiter. So, ich habe das abgemacht. Also da gibt es zwei Löcher mit kleinen Schraube und das wird hier reingemacht. Also reingeschoben und von oben festgemacht. So macht man das ab. Jetzt gucken wir, was ist hier los. Also insgesamt ist alles okay, aber jetzt geht. Das ist komisch einfach. Manchmal die Nähmaschine ist einfach komisch. Also mittig geht, jetzt geht auch links. Also seit ich das aufgemacht habe, geht. Okay. Bisschen zu einfach, aber es geht. Bisschen bewegen, mal sehen. Okay, das ist links, mittig und rechts. Also ich mache da ein bisschen Öl drauf. Da ist diese Hauptmetallstange, die das alles bewegt. Und ich mache drinnen dann ein bisschen Öl. Und wir probieren dann auch ein bisschen Nähmaschine. Also vielleicht manchmal, wie man sieht, also ich habe die gerade aufgemacht, nur die Platte hier seitlich abgemacht und dann okay. Also diese Nähmaschine hat auch Regler hier. Da kann man regeln, wie schnell man näht. Okay, ich reinige ein bisschen hier seitlich und dann mache ich ein paar Tropfen Öl und dann eigentlich ist schon. Ja, so schnell kann manchmal das alles gehen.
Hier kann man auch alles Ich habe gehört, das ist seit 1983 diese Nähmaschine. Das sollte erste Nähmaschine sein mit so viel Funktionen. Weil diese Nähmaschine hat auch oberer Transporteur, Einfädelhilfe, so viele Programme. Sie kann auch Blumen sticken, verschiedene Blumen. Also es ist sehr, ehrlich gesagt, nach meiner Meinung, sehr komplizierte Nähmaschine. Aber da haben die sich richtig Mühe gegeben, weil hier kann man auch die untere Transporteure ausschalten. Dann kann man auch sticken damit. Dann hier hinten diese Hebel, was normalerweise vor Nähfußhebel ist, dass man die Nähfuß nur nach oben schickt. Sie macht auch die Deaktivierung vom Nadeln, dass man hier die Spule aufspult. Dann sie vernäht auch, also man drückt hinten links und dann wird vernäht. So einfach, aber es ist schon krass. Und hier Nadel hoch und die bleibt dann auch hoch. Und es gibt so viel Platz hier dazwischen. Ehrlich gesagt, unglaublich, unglaublich. Dann hier gibt es auch drei Lichter. Wenn die unten Nähmaschine, wenn die unten Spule fast leer ist, dann leuchtet diese Lampe rot, gelbe, wenn die aufgespult ist und die Garn ist voll. Und noch dazu, wenn die obere Transporter eingeschaltet ist, dann leuchtet die grüne. Also es ist schon Hammer, was die alles gemacht haben vor wie viel, 40 Jahre oder so. Und das habe ich gehört, das sollte die komplizierteste Nähmaschine sein, sehen Sie, wie viel, und das sollte auch nur ein Jahr lang gemacht werden mit dieser farbige, und die andere, also auch 1229, sind dann nur weiß beschriftet, also das ist nur eine Reihe, sagen wir so, wie Unikat. Ja, wie man sieht, ist alles. Weil man kann Hälfte des Muster machen, dann hier endet man auch das, und also es ist überall zu viel. Was wollte ich noch sagen über diese Nähmaschine? Ich wollte etwas sagen und mir ist mein Gedanke weggelaufen, leider. Aber die haben an vieles, vieles gedacht, ehrlich gesagt, Respekt. Weil wenn man jetzt ganz normale Nähmaschine guckt, da Haushaltnähmaschine, da ist nicht so viel wie die. Also ehrlich gesagt, sie kann noch 50 Jahre bleiben. Ah ja, ich wollte das, wie gesagt, diese Adapter, also mit dieser Nähmaschine kann man Overlock-Naht machen. Man benutzt zwei diese Nähfüße, also ein Nähfuß und diese Adapter. Und ehrlich gesagt, ich habe ausprobiert mit kleinerer Breite, weil meine Nadel wollte nicht sich links stellen. Und ehrlich gesagt, das war top. Fast, man braucht keine Overlock-Nähmaschine. Gut, ich mache jetzt ein paar Tropfen Öl und dann machen wir hier alles wieder zu. Ich reinige ein bisschen ölen, wo diese Stange läuft und hier vorne Nähfuß und diese Teil auch Einfädelhilfe, immer ein bisschen, ein, zwei Tropfen verteilen. Hier ist auch Fadenspannung, es ist seitlich und das kann man auch, wenn nötig ist,
kann man austauschen oder reparieren oder. So, machen wir hier eine. Machen wir hier auch unten ein bisschen. Hier ein Tropfen. Also drin ist voll gepumpt mit Metall. Also sehr, sehr schwer eine Maschine. Und ich denke um die 15 Kilo vielleicht. Aber es ist top. Man hat alles. Man muss sie nur ein bisschen kennenlernen. Und ehrlich gesagt, die ist bei mir in Bosnien. Schade, dass sie nicht in Deutschland ist. Das wäre Hammer. Man könnte mehr über die Nähmaschine Videos machen, lernen und zeigen. Aber es ist so, wie es ist. Also diese Metallstange auch vor Nadel oder vor Nähfuß, alles bisschen Öl drauf. Sehen Sie, wie das schnell ist. Unglaublich. Und das ist seit, also nach 40 Jahren oder so. So, aber oben, ehrlich gesagt, guck mal, wie sauber. Ich weiß nicht, sieht man das? Ich mache es so. Von oben sieht es so aus. Ich drücke jetzt ein bisschen. Das sind diese Programme. Und manchmal, man drückt zwei, drei gleichzeitig, dann kommt wieder. Und hier ist wieder beschrieben, was von Muster, wie man einstellen sollte und sowas. Also, so sieht das aus. Ich mache jetzt zu und dann machen wir eine neue Video. Also die zwei kleine Schrauben hier ein bisschen lockern, hier auf die schieben und von oben zudrehen. Ich muss jetzt erstmal so auf die Seite, ich sehe nicht. Okay, das haben wir festgemacht. Und jetzt nur noch Deckel von oben. So sieht Deckel. Das ist hier. Man schiebt diese Teil. Also auch
Es gibt nicht so viele Teile wie bei anderen Nähmaschinen. Wenn man aufmacht, also kann man einfach reparieren. Früher hat man auch eine Nähmaschine gemacht, dass man die auch 20, 30, 40 Jahre hat. Heutige Nähmaschine, wenn die ein Jahr aushalten, dann hat man Glück. Schon nach ein Jahr sind viele Teile kaputt. Und natürlich, dann lohnt sich gar nicht zu reparieren, weil wie viel Reparatur heutzutage auch kostet, kann man dann auch die Nähmaschine neu kaufen. Die lohnt sich zu reparieren und diese alle ältere Modelle. Ich habe viele Videos vom älteren Modelle und die bleiben alle 100% noch 30, 40, 50 Jahre noch. Aber die neuere, ehrlich gesagt, nein. So, das haben wir. Ja, bei mir ist leider hier eine kleine Ecke abgefallen. Das ist nicht so jetzt schön, aber trotzdem, das steht. Hier ist eine kleine Ecke. Ich muss etwas mehr ausdenken. Ich mache jetzt dieses Video zu Ende. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was gemacht, aber es war. Ich habe mehr Informationen abgegeben über die Nähmaschine, alles zum Reparatur. Ich habe auch ein Teil, eine Videos, das ich vom unten gemacht habe, aufgemacht. Das bringe ich in diese Video auch alles rein. Seien Sie nicht jetzt gewundert, wenn das so aussieht. Ich habe das wieder nur reingeschoben. Aber dass Sie sehen, von unten gibt es auch vier Schrauben. Ich habe die abgemacht, habe von unten sauber gemacht, habe auch Öl reingemacht, so dass man diese Video fast nennen kann, wie man die Nähmaschine aufmacht und reinigt. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Wenn Sie noch Fragen haben, also ich bin immer noch in Bosnien. Sie können die Frage stellen und ich versuche über diese Nähmaschine noch was zu zeigen. Liebe Grüße. Also ich habe jetzt vier Schrauben abgemacht und das ist von unten auch offen jetzt. Das sieht so aus. So, es gibt schon ein bisschen Staub und alles, aber auch nicht jetzt so extrem, ehrlich gesagt. Wir machen jetzt hier auf. Ich denke, das ist hier und hier drinnen. Aber alle diese ganz normale Schraube. Jetzt eine ist normalerweise für hier und eine hält das alles. Wir machen hier zu, weil einmal ich habe hier abgemacht und wenn man die Tür abmacht, ist es nicht so einfach wieder alles hinzukriegen. Okay, hier ist das machen wir so. Hier, wie man sieht, es gibt hier ein bisschen Schmutz. Und unten sieht alles okay. Nur es gibt kein Fett. Hier gibt es ein bisschen auch Faden und alles, aber alles nicht so schlimm. Ich mache wieder jetzt ein bisschen erstmal sauber.
Und ihr klebt. Also ich mache es sauber und dann wieder alles bisschen Öl drauf. Und dann lassen wir wieder ein bisschen stehen. Wie immer. Und dann gucken wir, was kommt noch. Also hier ist ein bisschen mehr, aber auch nicht so jetzt. Nur sie bewegt sich irgendwie ganz schwer. Insgesamt stopp. Ja. Okay, ich mache hier ein bisschen, hier, hier, hier. Also meistens, wo sich alles dreht und bewegt. Und ich schalte im Strom. Und versuchen hier ein bisschen. Das geht noch. Aber mal. Okay. Sieht schon locker aus. Ein bisschen komisch, weil ich habe nicht viel gemacht, aber. Wir gucken noch von oben. Machen wir auch oben ein bisschen Öl drauf. Es kann nicht sein, dass nur wegen ein, zwei Tropfen alles schon Hälfte besser ist. So innen drin. Hier ist auch. Also, ich mache weiter. Also, wie gesagt, wir machen hier überall sauber und alles, wo sich was bewegt und trifft, ein auf andere, bisschen Öl drauf und ein bisschen sauber machen. Und es ist noch nicht so top, aber es ist ein bisschen besser. Ich hoffe, dass nicht motorschwach geworden ist. Und das ist bis zu Ende. Das sollte nicht sein. Da
Deswegen, wir probieren erstmal alles und dann hoffen auf gute Ergebnisse. Ich mache sofort unten auch zu, also Platte und alles zumachen, hier noch ein bisschen sauber machen, so dass man dann sich oben konzentrieren kann, weil wie man sieht, unten ist jetzt nicht so viel. Aufpassen jetzt hier bei Kabel. Dass die Kabel später, wenn man unten zumacht, nicht stört. Okay, wir haben jetzt hier zwei Schrauben. So. Mm-hmm.